Vielen Dank nochmal an Dominik Helle. Der hat jetzt ein bisschen Klarheit geschaffen, was die Open-Source-Welt angeht. Und Felix kann das so nicht stehen lassen. Der möchte jetzt einfach mal ein bisschen Verwirrung stiften. Sportliches Ziel, 70 Projekte aus dem Phosphor-G-Bereich in 30 Minuten. Viel Spaß. Okay, danke. Kurz nochmal eine Frage vorab. Wer ist denn zum ersten Mal bei einer Phosges? Oh, okay, sind doch einige. Oder bei einer Phosphor-G. Das ist bestimmt das Gleiche. Ja, dann wird das jetzt vielleicht ein bisschen erschlagend sein. Die anderen, die jetzt schon häufiger dabei waren, die kennen wahrscheinlich viele Projekte, aber vielleicht auch nicht jedes. 70 Projekte klingt ganz schön viel. Das ist wahrscheinlich auch für die meisten viel zu viel, das alles so zu verarbeiten. Mein Interesse war eigentlich, einfach mal einen großen Rundumschlag zu machen, einen großen Überblick. Und jeder, der hat vielleicht so seine Interessensgebiete und kann dann entsprechend in dem Feld was mitnehmen, sei es jetzt über, weiß nicht, Punktwolken oder BIM habe ich auch mit drin oder 3D. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu laut, ich höre mich irgendwie selber ganz schön laut. Gut, fangen wir mal an. Ich fange mal an mit verschiedenen Kategorien. Das erste ist Bibliotheken, weil die sind eigentlich so der wichtigste Grundstein. Es ist auch immer schwer zu trennen, was jetzt eine Bibliothek und was nicht, weil viele Softwareprojekte können jetzt auch schon als Bibliothek eingebunden werden. Die Folien sind eigentlich immer so aufgebaut, dass ich die Lizenzen von den Projekten rechts auch stehen habe und die Programmiersprache, in der das geschrieben ist, steht auch mit dran. Und wenn es dann vielleicht noch ein Konsortium gibt, was dafür zuständig ist oder unter der das Projekt inkubiert ist, dann habe ich das auch noch mit aufgenommen. Also es ist jetzt nicht nur OSGEO, es gibt auch noch andere Konsortien. Okay, fangen wir mal an mit GEDAL. Ich habe hier auch noch, das ist jetzt bei jedem Projekt stehen immer so das letzte Release-Datum. Ich habe eigentlich nur Projekte aus dem letzten Jahr mit aufgenommen. Also wenn es älter ist, fliegt es raus aus dem Slide-Deck, habe ich mir vorgenommen. Und dann noch so die neuesten Feature. Aber auf die kann ich jetzt eigentlich in der Kürze der Zeit gar nicht eingehen. Also wird es nur kurz eine Erklärung, was das Projekt eigentlich macht. Und ja, wir fangen an mit GEDAL, OGR. Das ist eigentlich ein Spezialist für das Konvertieren von einem Format in ein anderes. Für Rasterformate nennt man GEDAL, für Vektordatenformate nennt man OGR. Das Ganze ist hauptsächlich, lässt sich über Kommandozeile bedienen oder eben auch leicht als Bibliothek einbinden. Das ist so ein bisschen so wie FME, kann man sich das vorstellen, wer mit FME schon mal gearbeitet hat. Da macht man ja halt alles mit grafischen Komponenten. Bei GEDAL ist es halt alles hauptsächlich auf Kommandozeile, aber es unterstützt wirklich wahnsinnig viele Formate und ist auch ziemlich robust. So ein anderes Projekt, was in den letzten Jahren eine ziemliche Erfolgsstory erlebt hat, ist Proche. Das blieb ziemlich lange auf einer Version hängen, sodass man irgendwann dachte, die Bibliothek heißt einfach Proche 4 oder Proche 4. Aber das war tatsächlich immer nur der Versionsname und da hat sich jetzt eine recht große Entwickler-Community auch gefunden, die das Projekt jetzt ziemlich gut vorangebracht hat. Und im Proche geht es eigentlich nur um Koordinatentransformation. Geodätische Transformation findet sich eigentlich wirklich in unglaublich vielen Projekten wieder, diese Bibliothek. So, die Nullerjahre in der GIS-Welt waren noch ziemlich geprägt von Java. Eine der wichtigsten Bibliotheken seit jeher war da die Java Topology Suite. Also wer irgendwas mit Geometrien in Java bearbeiten möchte, kommt eigentlich an dieser Bibliothek kaum vorbei. Sie ist auch so populär, dass sie schon in andere Programmiersprachen übersetzt wurde. Also in C heißt sie Geos, in R gibt es auch RGeos. Es gibt für Python gibt es Shapely, das ist basiert eigentlich alles auf JTS. Und in JavaScript gibt es auch noch einen Ableger. So, ebenfalls ein Java-Projekt ist GeoTools. Es ist noch ein bisschen umfangreicher als JTS. Da gibt es auch Module, Pakete für Rasterdaten, für OGC Web Services und für, was haben wir hier noch, NetCDF und so weiter. Also es ist wirklich ein riesen Framework für alle möglichen Dinge, die man in Java und Geometrien machen möchte. Okay, Orfeo Toolbox ist wahrscheinlich ein bisschen unbekannter, ist noch ein etwas jüngeres Projekt, konzentriert sich hauptsächlich auf das Prozessieren von Rasterdaten. Also auch ein Stück weit in, wie kann man Rasterdaten aufbereiten für Machine Learning zum Beispiel. So, dann zwei Projekte, die recht ähnlich klingen wie GEDAL und auch so ein bisschen artverwandt sind. Also die versuchen, PEDAL versucht so ein bisschen, das GEDAL für Punktwolken zu sein. Und MDAL oder MEDAL oder Moodle, immer auf dem, wie man es aussprechen möchte, versucht das Gleiche für 3D-Meshes zu machen. Okay, dann wer mit R programmiert, da gibt es ja einige, vor allen Dingen, die im Statistikbereich unterwegs sind, der sollte sich auf jeden Fall mal SF ansehen. Das ist eine recht neue Bibliothek, die aber quasi so in das moderne R eingebettet ist und
andere alte Bibliotheken noch abgelöst hat. SF ist für vektorbasierte Geometrien, bedient sich eigentlich fast so ähnlich wie auch eine Postgres-Datenbank. Und das Projekt STARS versucht das Gleiche eigentlich für Rasterdaten umzusetzen. Also es ist auch noch relativ jung, aber gerade sehr, in sehr aktiver Entwicklung. So, wenn ich schon R erwähne, dann wollen die meisten auch immer hören, was es dann noch in Python gibt. Da gibt es auch etliche Bibliotheken, auch recht moderne Bibliotheken, wie GeoPandas, ist quasi eine Geo-Erweiterung zu dem Pandas-Tool in Python, wo man quasi auch in tabellarischen Datenstrukturen arbeitet. Das wird irgendwie immer moderner. Wieder ist es hier so, dass GeoPandas hauptsächlich für Vektorgeometrien gedacht ist. Rasterio ist eigentlich das Pendant für Rasterdaten. Und wer mit Geostatistik arbeiten möchte, da gibt es dann das Projekt Paisal, was jetzt auch gerade in einem neuen Major Release erschienen ist. Okay, so, wenn Sie schon mal auf eine OpenStreetMap-Karte geguckt haben, werden Sie sich vielleicht wundern, wie wird dieser Kartenstil eigentlich hergestellt. Da ist eine Bibliothek, die eigentlich schon seit sehr vielen Jahren benutzt wird, ist Mapnik. Die bereitet quasi diese ganzen Rohdaten, die man eigentlich hat, Punkt, Linie, Fläche, auf zu einer schönen Karte. So, zu Leaflet gibt es auch einen Vortrag auf dieser Konferenz. Leaflet hat so ein bisschen so das Webmapping revolutioniert, weil es eine sehr leichtgewichtige Bibliothek ist, um einfach schnell mal eine Karte ins Web zu bringen. Wer dann dort noch ein bisschen mehr GIS-Funktionalität mit hinzubringen möchte, der kommt bei Leaflet vielleicht schnell an seine Grenzen. Da sollte man sich dann mal Open Layers angucken. Gibt es auch einen Vortrag hier auf der Foskes zu. Auch schon ein langjähriges, auch erfolgreiches OSGEO-Projekt. Hat auch gerade eine erfolgreiche Funding-Kampagne hinter sich und bietet wirklich unglaublich viele Funktionen im Bereich WebGIS an. So, wenn es in Richtung 3D geht, dann gibt es die Bibliothek Cesium. Cesium ermöglicht, einen 3D-Globus im Webbrowser anzuschauen. Da gibt es auch noch verschiedene andere Bibliotheken, die das auch können. Nur Cesium ist eigentlich so das, was so in kurzer Zeit geschafft hat, eigentlich so die größte Community zu schaffen. Also auch mit einem sehr aktiven Forum und ständigen neuen Releases und so weiter. Das ist halt eben auch immer so eine Sache. Manche Projekten gelingt das irgendwie, anderen Projekten halt wiederum nicht. Und Cesium ist dann ein recht erfolgreicher Kandidat gewesen. Noch zwei andere Projekte im Bereich 3D sind iTowns. Das basiert auf einer 3D-Bibliothek in JavaScript und das kann eigentlich auch Punktwolken verarbeiten, wie sagt man, diese 360-Grad-Panoramen oder auch 3D-Editieren kann man damit machen. VTS von Malone Maps, das ist eine tschechische Firma, die hat ein Open-Source-Tool gebaut für 3D-Mesh-Modelle, für recht komplexe 3D-Mesh-Modelle. Okay, und noch zwei Projekte, die auf OpenStreetMap hauptsächlich entstanden sind. Das ist zum Beispiel einmal OSM Buildings und zum anderen Tangram. Und diese beiden Bibliotheken haben die Idee, dass alle Daten, die man in OpenStreetMap hat, die ja per se erstmal 2D sind, dass man die getaggten Informationen verwenden kann, um daraus regelbasierte 3D-Stadtmodelle zu generieren. Das realisieren diese beiden Projekte. Okay, das waren die Bibliotheken, das war auch mit Abstand die größte Kategorie. Kommen wir zu Desktop-Anwendungen, Desktop-GIS, damit haben vielleicht schon die meisten gearbeitet. Ein Urgestein, was es dort gibt, ist GrassGIS. Ursprünglich war auch mal die Foskes eigentlich das GrassGIS-Anwendertreffen, interessanterweise. Also so lange gibt es schon, glaube ich, schon über 30 Jahre. Und ist so spezialisiert vor allen Dingen auch auf große Mengen von Vektor- oder Rasterdaten oder Zeitreihendaten. Eigentlich so eine Art Profi-GIS, sind aber sehr stabil. Über QGIS muss ich gar nicht viel sagen. Es gibt so viele Vorträge auf QGIS auf dieser Konferenz, wo Sie mehr darüber erfahren können. Zwei weitere Open-Source-Vertreter, die es auch schon lange gibt, ist GVSIG. GVSIG ist mal so ein bisschen ist in Spanien entstanden, so ein bisschen als ArcGIS-Klon. Es sah damals auch wirklich in ArcGIS sehr ähnlich. Mittlerweile hat es aber auch natürlich seinen eigenen Stil und entsprechend auch viele Optionen. Nicht ganz so aktive Entwicklungen jetzt wie QGIS oder GrassGIS. So, und OpenJump gibt es tatsächlich auch immer noch. Ich bin bei der Recherche auch immer wieder erstaunt, welche Projekte es immer noch gibt und immer auch noch live oder aktiv fortgeführt werden. Und OpenJump ist quasi so ein sehr leichtgewichtiges GIS. Bringt einem einfach schnell, wenn man schnell eine Karte erstellen will, ohne viel Geklicke. Geht natürlich auch in den anderen Tools, aber OpenJump überfrachtet einen jetzt nicht mit wahnsinnig vielen Funktionen. So, und noch zwei Spezialisten auf dem Gebiet. Das eine ist SagaGIS, was ich erfahren habe, was unter den Benutzern von Rasterdaten sehr beliebt ist. Also für die Prozessierung von Rasterdaten ist es ein sehr gefragtes Tool. Und Geoda kommt eher aus dem wissenschaftlichen Bereich mit dem Fokus auf Geostatistik. Okay, und Hail zum Schluss noch. Hail ist eigentlich kein GIS im klassischen Sinne. Das ist mehr auch wie GEDAL ein Tool, um verschiedene
Datenformate in ein anderes Format zu bringen, aber der Fokus liegt hier auf komplexen Informationsmodellen. Also sprich Inspire, das 3A-Modell und so weiter. Mit Helk hat man da eben die Möglichkeit, halt grafische Mappings durchzuführen. Und man kann diese Mappings mittlerweile auch exportieren und in GeoServer oder Degree einbinden. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Okay, dann zum Thema Datenbanken. Was gibt es dort? Einmal kennen Sie vielleicht schon PostGIS, die Geo-Erweiterung für PostgreSQL. Gibt es auch schon seit 2001, seit vielen Jahren und wird nach wie vor aktiv weiterentwickelt. Ist auch so, würde ich sagen, das funktionsreichste und auch beliebteste Tool in dem Segment. Der leichtgewichtige Ableger davon ist Spatialite. Spatialite basiert auf SQLite und SQLite ist eine dateibasierte Datenbank. Also PostgreSQL ist ja eine serverbasierte Datenbank. Wenn man es einfacher möchte für mobile Anwendungen, dann nutzen viele Smartphones als SQLite und dementsprechend kann auch Spatialite genutzt werden. GeoPackage ist eigentlich ein Format, ist jetzt keine richtige Datenbank, basiert aber auf SQLite und ist damit eigentlich auch wiederum eine Datenbank. Aber weil es ein Format ist und vor allen Dingen auch ein OGC-standardisiertes Format, hat es halt gewisse Regeln zu befolgen, die es vielleicht auch ein bisschen in den Entwicklungs- und den Release-Zyklen ein bisschen langsamer werden lassen als jetzt richtige freie andere Software. So, wer mit Rasterdaten arbeitet, der hat vielleicht auch schon mal von Rasterman gehört. Das ist eine sogenannte Array-Datenbank, die spezialisiert ist eben auf die Gitterstrukturen von einem Raster. Also vor allen Dingen auch um Zeitreihen, Data Cubes und so weiter. Das ist das Spezialgebiet von Rasterman, auch ein deutsches Produkt. Und zwei Vertreter, die vielleicht auch für die Entwickler unter euch eher nicht so bekannt sind, das sind einmal Tile38, eine In-Memory-Datenbank, die vor allen Dingen sich darauf fokussiert hat, Geofencing-Aufgaben zu lösen. Also wenn ein bewegliches Objekt sich in einen bestimmten Radius bewegt, dass dann Message-Protokolle aktiviert werden, die dann sagen, okay, das Projekt ist jetzt in diesem Radius, ist jetzt in diesem Geofence. Und GeoRocket, das ist ebenfalls eine NoSQL-Datenbank, also die speichert alle Objekte in MongoDB, hat die Indizes in Elasticsearch und damit kann man vor allen Dingen GML-Modelle speichern. Das ist so der Use Case von GeoRocket. Okay, dann noch drei Tools, die ich gar nicht groß erklären muss. Wer mit JavaScript arbeitet und möchte, dass seine Abfragen gegen seine Layer, die man da in einem Browser hat, schnell sind, da kann man diese drei Bibliotheken verwenden, Airbush, KDBush, Flatbush. Was die machen, ist einfach nur einen Index auf die Geometrie-Layer legen, damit die Abfragen und die Analysen möglichst schnell gehen. So, und wer mit Punktwolken arbeitet, da hat sich ja in den letzten Jahren auch viel getan. Mittlerweile kann man sich auch Punktwolken von ganzen Ländern im Browser angucken, ohne dass die Software abstürzt, jedenfalls wenn sie richtig programmiert ist. Und eine Lösung, die hier sehr hervorsticht, ist Entwine. Das ist im Grunde genommen auch nur eine Indexstruktur für Punktwolken, die speziell gebaut wurde, weil man gesehen hat, wenn wir die Punktwolken in Datenbanken haben oder in Dateien, ist es einfach noch zu langsam. Wir brauchen eine spezielle Indexstruktur, damit die Abfragen und auch die Darstellung im Browser möglichst schnell geht. Okay, Map-Server zu Kartenservern gibt es auch einen Vortrag hier auf der Konferenz, die verschiedene Lösungen vergleicht, deswegen muss ich da jetzt gar nicht viel zu sagen. GeoServer ist, glaube ich, da so mit der beliebteste Vertreter, weil es auch eine recht komfortable Konfigurationsoberfläche gibt, um alles Mögliche einzustellen. Bei Map-Server ist es ein bisschen abgespeckter, da arbeitet man viel mit Skripten, aber hat eigentlich vom Funktionsumfang her, bietet es eigentlich das Gleiche an, vielleicht mit kleinen Unterschieden. So, Degree gibt es auch noch. Degree ist ebenfalls ein Kartenserver, spezialisiert auf vor allen Dingen OGC-Standards und komplexe GML. Also Sie können dort GML in die Datenbank reinladen und haben dann automatisch einen OGC-Web-Service-Stack obendrauf. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. So, das sind noch zwei andere OGC-Implementierungen für WPS-Server und SOS-Server, also Sensor Observation Service und Web Processing Service. Eher kleinere Projekte. Wenn man Karten ins Internet rendert, muss man sie auch irgendwie cachen. Dafür gibt es den GWebcache, der häufig in Verbindung mit dem Geo-Server verwendet wird. Bei Map-Server ist es dann häufig Mapcache. Und dann gibt es noch ein Tool, Mapfish Print. Das ist halt ein serverbasiertes Werkzeug, um Kartenausdrucke zu ermöglichen. Okay, und eine Sache, die auch noch recht modern und neu ist, sind ja Vektorteils, also dass man sich die Karten, die man sich online anguckt, nicht mehr nur noch in Bildkacheln kommen, sondern dass die mittlerweile auch in Vektorkacheln kommen, sodass man das Zoom stufenlos ist und ein bisschen schneller funktioniert. Und da gibt es auch verschiedene Lösungen für, also Open Map Tiles ist dann eine recht beliebte Streaming-Lösung, um eben OSM-Karten teilbasiert
ins Web zu streamen. Es gibt aber auch noch Lösungen, um aus einer Postgres-Datenbank die Daten in Vektorteils zu überführen, zum Beispiel mit Tegula und mit T-Rex. Ich glaube, so parallel hier zu dem Vortrag ist sogar gerade der T-Rex-Workshop. Okay, so Web-Clients, wir sind noch nicht am Ende. Ich hoffe, Sie haben noch Ausdauer. Was gibt's dort? Mapbender, wer eine GDI bauen möchte mit verschiedenen Komponenten und die ganze Gestaltung machen möchte, der kann Mapbender nutzen. Gibt es auch einen Vortrag hier auf der Konferenz. Oskari kommt aus einem anderen Land, glaube ich, spezialisiert sich so ein bisschen auf die Herstellung von thematischen Karten. GeoNode bezeichnet sich selbst als auch Content-Management-System für Geodaten, auch ein schon recht großes Projekt, wo auch viele Firmen mit involviert sind. Das sind auch noch zwei Vertreter, hier Shogun, auch ein Tool, um Rich Internet Clients zu bauen. Und GeoMoose, das war zum Beispiel auch eines dieser Tools. GeoMoose kommt halt hauptsächlich aus den USA, hat seine Nutzer dort, kriegt man hier in Europa nicht so viel von mit. Da gibt es echt einige Projekte, die man auf internationalen Konferenzen immer mal wieder sieht mit Vorträgen. Hier auf der Foskis dann vielleicht längere Zeit nicht, aber sie sind nach wie vor in aktiver Entwicklung. So, im QGIS-Universum hat sich auch viel getan. Da gibt es mittlerweile auch schon einen QGIS-Server und es gibt mittlerweile auch einen QGIS-Web-Client, also dass man quasi seinen kompletten Stack nur mit QGIS hat. Lesmap ist quasi letztendlich auch sowas Ähnliches, basiert auch auf dem QGIS-Stack. So, im Bereich BIM hatte ich jetzt auch gar nichts dazu gesagt. Da gibt es einmal eine koreanische Lösung, die vielleicht auch ein bisschen kryptisch wirkt, wenn man auf das Repository geht. Da sieht man sehr viele koreanische Schriftzeichen. Aber ist eine ganz interessante Anwendung, nimmt sich Daten aus einer Postgres-Datenbank und rendert sie in Cesium, also BIM-Modelle in Cesium. BIM Surfer ist auch noch ein recht junges Projekt und wie Dominik auch schon gesagt hat, nicht unbedingt irritieren lassen an der Versionszahl. Manche Softwareprodukte haben einfach Versionsnummern, da frage ich mich manchmal auch 0.0.64, also möchtest du, dass das nicht benutzt wird? Oder? es gab entsprechend auch schon viele Releases und BIM Surfer ist quasi so eine Art Frontend für den BIM Server. Das ist ja eigentlich auch eine recht bekannte Datenbanklösung im BIM-Bereich. So, und noch zwei Clients, die für das Rendering von Punktwolken im Browser verantwortlich sind. Da gibt es einmal Poetry, das mittlerweile von den meisten Punktwolkenentwicklern oder freien Punktwolkenentwicklern verwendet wird. Und Plasio UI ist auch eine Client-basierte Lösung, um riesige Punktwolken im Browser zu rendern. Also da hat sich wirklich einiges getan, ist mittlerweile ziemlich beeindruckend. So, diese Kategorie hatte ich jetzt erst für diesen Vortrag neu eingeführt. Styling, es gibt auch Tools, die darauf spezialisiert sind, wirklich nur in einem Browser, dass man nicht nur die Karten anzeigt, sondern auch die Geodaten, die man da sieht, dass man sie einfach auch live verändern kann in ihrem Stil. Und da gibt es eine Lösung, die nennt sich GeoStyler, auch noch ein recht junges Projekt, was ich auch auf dieser Konferenz vorstellen werde. Ich glaube, da geht es hauptsächlich um das Editieren von SLD-Layern. Maputnik ist ein Editor für das Editieren von Vektorteils, dass die Farben sich verändert werden, dass die Farben verändert werden oder dass auch es geht einfach nur um die farbliche Gestaltung hauptsächlich. Okay, und noch ein Tool, das einige Datenjournalisten auch gerne benutzen, weil es einfach die Erstellung von Karten und auch Charts auf Karten oder auch in Kombination sehr einfach macht, das ist DataWrapper von einem Berliner Unternehmen. So, vorletzte Kategorie. Metadaten sind natürlich immer wahnsinnig wichtig und wir müssen dafür alles in Katalogen führen. Was gibt es da für Lösungen? Eine, die schon ziemlich lange dabei ist, ist GeoNetwork, eine Java-Lösung, die auch gerne in Verbindung mit GeoServer verwendet wird. Und verschiedenste ISO-Formate für Metadatenkataloge unterstützt. Eine etwas leichtgewichtigere Variante ist PyCSV, wenn auch nicht ganz so aktiv entwickelt, aber bietet eigentlich auch so die Grundvoraussetzung für einen Catalogs-Web-Service. So, und GeoJig ist noch eine letzte Lösung hier, die ein bisschen was anderes ist, also jetzt nicht unbedingt mit Metadaten zu tun hat, sondern eher mit der Visionierung von Geodaten. Also wenn man jetzt in einem Projekt arbeitet, wo mehrere Nutzer vielleicht auch parallel an einem Projekt arbeiten, wie kann man das versionieren, wie können die, jeder hat so seine eigene Version und kann das in ein zentrales Repository zurückspielen. Da kennt man aus der Softwareentwicklung, gibt es da Git. Und für Geometrien, wer das gleiche für Geometrie machen möchte, da gibt es GeoJig. Das ist im Grunde genommen wie Git, nur für Geometrien.
Okay, letzte Kategorie, Distributed Computing, Big Data. Ich wusste nicht so genau, wie ich die Kategorie nennen soll. Das sind vor allen Dingen halt Projekte, die es hauptsächlich eigentlich ihre Entwicklerbasis in den USA hat. Man kriegt davon wirklich nicht so viel mit hier in Europa. Ein Tool, was es so langsam so ein bisschen schafft, mehr Aufmerksamkeit zu generieren, ist GeoMesa. GeoMesa, das dockt sich so ein bisschen an diese Big Data Welt mit Hadoop und diesen ganzen Apache-Projekten an und ermöglicht es eben wirklich riesige Mengen von Geodaten irgendwie abfragen zu können und analysieren zu können. Es gibt auch mittlerweile Verbindungen, Plugins zu QGIS und GeoServer, dass man eben auch entsprechende GeoMesa-Layer in diesen Tools verarbeiten kann. Und es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass ja, wenn man riesige Layer hat mit, weiß nicht, Billionen von Punkten, dann, dass man die schnell verarbeiten kann. Und ein Fokus, den das GeoMesa-Team auch in den letzten Jahren gesetzt hat, ist, dass man verstärkt auch ein SQL-Interface weiter unterstützt, sodass der Umstieg jetzt zum Beispiel von PostGIS, wenn dort die Datenmengen einfach zu groß für PostGIS geworden sind, dass man leicht auf GeoMesa umswitchen kann. So, GeoWave hat eigentlich einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz zu GeoMesa, unterstützt oder arbeitet auch mit sehr vielen Apache-Projekten zusammen, ist halt in Java implementiert, GeoMesa ist in Scala implementiert. GeoSpark, das ist eigentlich ein rein wissenschaftliches Projekt, aber ich bin doch immer wieder erstaunt, viele wissenschaftliche Projekte, die es gibt, die werden mal schnell für ein Paper hochgezogen und danach sieht man dann, wenn man sich das Repository auf Git anguckt, sieht man eine ziemlich gerade Linie, wo nicht viel Aktivität mehr ist, aber GeoSpark wird tatsächlich immer noch mit neuen Releases bedacht und weiterentwickelt, wer weiß, ob sich da mittlerweile auch schon eine kleine Community drum gefunden hat. So, und zum Abschluss noch GeoTrellis. Die anderen Projekte, die ich jetzt eben gerade vorgestellt habe, die waren hauptsächlich auf vektorbasierten Daten ausgerichtet. GeoTrellis hat nun den Fokus auf wirklich die Auswertung von riesigen Zeitreihen von Rasterdaten. Und das Ganze am besten auch cloudbasiert. Also wer will heute schon noch sich riesige Mengen von Rasterdaten auf seinen Server runterladen? Das kann man mittlerweile alles in der Cloud machen. Dafür gibt es mittlerweile auch optimierte Formate, wie das Cloud Optimized GeoTIFF, das GeoTrellis nativ unterstützt. Und was dieses Cloud Optimized GeoTIFF ist, kann man auch erfahren noch auf dieser Konferenz, da gibt es nämlich auch einen Vortrag zu. Okay, so, das war jetzt wahrscheinlich sehr erschlagend. Weiß nicht, haben wir sogar noch Zeit für Fragen? Tatsächlich. Ja, als ich den Vortrag selber geübt habe, habe ich wahrscheinlich noch viel mehr für mich selber erklärt, da bin ich irgendwie locker über eine halbe Stunde gekommen. Ja. Also, wer Interesse hat, ich hoffe, dass man nach dieser Konferenz mit sehr vielen neuen Erfahrungen nach Hause fahren wird und vielleicht hat man gar nicht genug bekommen und möchte noch mehr erfahren. Es gibt noch weitere Phosphogy-Konferenzen in anderen Ländern und es gibt auch immer jedes Jahr eine internationale Phosphogy-Konferenz, also quasi eine internationale PhosGIS, die dieses Jahr auch wieder in Europa stattfindet. Also letztes Jahr war sie in Afrika, vorletztes Jahr in den USA, dieses Jahr in Bukarest in Rumänien. Nicht ganz so weit weg. Ja. Gibt es noch Fragen? Also es waren jetzt sehr viele Projekte. Viele Fragen können vielleicht noch in dedizierten Vorträgen beantwortet werden auf dieser Konferenz. Ich hoffe, das hat Sie so ein bisschen in einigen Bereichen vielleicht Projekte gezeigt, die Sie noch nicht kannten, die Sie jetzt mal mehr nachgehen. Ja. Ich hätte weniger eine Frage, sondern noch eine Anmerkung. Wenn man sich scheut, alle Software zu installieren, es gibt von der OSGeo eine OSGeo Live DVD, heißt ein fertiges Image, eine fertige Datei mit einem Betriebssystem, wo Beispieldaten drauf sind, wo ich denke mal ein Großteil der Projekte auch drauf sind. Dann hat man schon mal diese erste Hürde genommen, ich muss mir das jetzt alles installieren und das ist eigentlich immer ein ganz guter Einblick, einfach auf osgeo.org oder ich glaube es ist live.osgeo.org gehen und da kann man sich die runterladen und das ist ein komplettes Betriebssystem mit Daten, mit Software und wird zum Beispiel auch hier benutzt für die Workshops. Ja, und wenn es nicht auf osgeo drauf ist, dann gibt es vielleicht ein Docker-Image, ich weiß nicht, wer schon mit dem Docker gearbeitet hat, macht die Installation eigentlich auch immer ziemlich einfach. Ja. Hat noch jemand eine Frage? Habe ich irgendein Projekt vergessen? Ich habe bestimmt irgendwelche vergessen. Der komplette OSM-Stack fehlt zum Beispiel noch, die ganzen Tools, die es da gibt. Ne? Overpass oder Osmium oder Graphhopper. Aber da gibt es ja gleich noch einen Vortrag zu OpenStreetMap. Ja, ein Projekt, das es noch gibt, was ich jetzt hier dann doch gern erwähnen würde, da ich auch mit an der Entwicklung beteiligt bin. Ja. Wenn es interessant ist für Leute, die mit
Tachymeter oder mit GPS-Daten arbeiten, wie diese Daten so voll attributiert ins GIS hineinkommen. Mhm. Gibt es ein kleines Programmchen, heißt Survey to GIS, womit man so durch Feldcodes, also kurze Feldcodes, voll attributierte GIS-Daten erzeugen kann, die dann direkt ins GIS geladen werden können. Cool. Survey-tools.org. Gibt es da auch einen Vortrag zu auf dieser Konferenz? Weil ich habe sowas gesehen. Hat es gegeben in Berlin vor ein paar Jahren. Ah, okay. Na, es gibt hier auch einen Tachymeter-Vortrag, irgendwas. Das ist auch so ein verwandtes Projekt. Ah, ja, okay. Ja, kann ich vielleicht nochmal mit aufnehmen, zukünftig. Wir haben noch genug Zeit für Fragen. Ist jetzt jedem klar, welches Produkt er benutzen muss für das, was er im Hinterkopf jetzt hat? Es rauchen wahrscheinlich die Köpfe. Ja. Gut, es gibt keine Fragen, dann beenden wir diesen Vortrag. Vielen Dank an Felix. Danke.